war gestern an einer Veranstaltung, da war meine Funktion in der Schlussfolgerung diejenige, einfach dann am Schluss schuld zu sein. Heute bin ich der Evergreen. Wenn ich dann Evergreen schuld bin, dann habe ich dann alles etwa kombiniert. Nachdem wir wissen, dass keine Evidenz für Unterschiede zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft bestehen, nachdem wir wissen, dass die Aushandlung des GPAs mit großen weltweiten volkswirtschaftlichen Vorteilen verbunden war, zumindest wenn es dann angewendet wird offenbar. Es hat offenbar auch für schlaflose Nächte gesorgt, dieses Aushandeln. Ich glaube, das Anwenden sorgt manchmal auch für schlaflose Nächte. Nachdem wir aber auch gesehen haben, wie die Post sich organisiert, um die Fragestellungen des öffentlichen Beschaffungswesens im Griff zu behalten, würden Sie jetzt von mir erwarten, dass ich Ihnen die Patentlösung biete, um das, womit Sie sich täglich fast herumschlagen, vielleicht manchmal kämpfen, um das problemlos zu meistern. Kommt nun die Patentlösung. Ich muss die Erwartungshaltung schon etwas runternehmen. Das gehört zum Erwartungsmanagement, das ist in jedem Projekt so, muss man etwas aufpassen damit. Auch wir kämpfen mit den Herausforderungen des Beschaffungswesens. Ich möchte hier nur zeigen, wie wir das angehen, unter anderem auch, wie wir das methodisch zum Beispiel angehen. Es gibt einige Rahmenbedingungen, mit denen müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Die sind da für die IT-Projekte und das Beschaffungswesen. Es gibt ohne Zweifel einige Probleme in IT-Projekten. Abgesehen davon, wenn es die nicht gäbe, dann wäre es auch nicht lustig, wie die WTO. Ich möchte auf das Ziel des Projektmanagements im Zusammenhang mit der Beschaffung eingehen und einige Maßnahmen aufzeigen. Klar, ich könnte jetzt hier auch wieder in den Chor einstimmen derjenigen, die das Beschaffungsrecht verfluchen, es als Hindernis betrachten, für den Projekterfolg zu erreichen. Ich mache das nicht, denn es ist schlicht da. Es ist eine Rahmenbedingung. Wir leben damit, wir arbeiten damit, manchmal etwas länger, manchmal empfinden die einen oder anderen es als mühsam, aber es ist da. Und ich werde jetzt auch nicht ein Plädoyer dafür halten, den Schwellenwert zu erhöhen, nachdem wir ja wissen, wir haben moderate chances of success. Also, wir gehen damit um. Ich hatte, glaube ich, in früheren Präsentationen an der IT-Beschaffungskonferenz mal das eine oder andere versucht auszuführen, wo gibt es denn Spezialitäten bei der IT? Ich mache hier den Vergleich mit dem Bau. Zwei Projekte der Bundesverwaltung, das Programm UCC, Einführung von Unified Collaboration and Communication in der gesamten Bundesverwaltung auf 38.000 Arbeitsplätzen, Verpflichtungskreditvolumen von 53 Millionen Franken durch das Parlament genehmigt gehabt. Es geht in der IT generell um eine Branche, die relativ jung ist. Ich glaube, wenn wir das vergleichen mit dem Bau, da als Beispiel aufgeführt, ein relativ großes Projekt, 420 Millionen Bau zurzeit im Gang am Gisonplatz für Verwaltungsgebäude der Bundesverwaltung. Die Branche an sich des Bauens ist eher älter, man baut schon lange. Trotzdem, man setzt immer wieder neue Materialien, neue Techniken ein. Das kennen wir in der Informatik, da setzen wir auch immer wieder neue ein, insbesondere auch solche, von denen wir noch gar nichts wissen. Die Systeminteroperabilität, die Integrationsherausforderungen bei allem, was wir bauen in der IT, sind relativ groß, hoch. Wenn ich den Bau am Gisonplatz anschaue, ja, da gibt es auch einiges zu integrieren. Die Nachhaltigkeit wurde heute schon angesprochen, ist im Bau schon lange ein Thema.
Bei der Informatik ist das noch ein relativ junges Pflänzchen, die Datennachhaltigkeit insbesondere. Ich glaube, die Zyklen sind kurz zurzeit. Wir haben es mit verschiedensten Geschäftsmodellen in der Informatik zu tun, neueren wie Software as a Service oder mehr, Cloud, agile Entwicklung, Arten, wie wir bauen. Die agilen Entwicklungen, also für den Bau am Gisonplatz, bin ich nicht so sicher, ob das gerade das geeignetste wäre, zuerst einmal im 7. Stock ein Büro zu bauen und dann zu schauen, ob man da dasselbe weiterbaut oder nicht. Da hat es wahrscheinlich Unterschiede. Zwänge, im Bau hat es sehr viele Zwänge. Das Raumplanungsrecht, das Umweltrecht, es hat auch Legacy im Bau, wie bei der Informatik, das Baurecht und so weiter. Und auch Bauprojekte gehen manchmal schief. Wenn ich das Beispiel des Berner Frauenspitals nehme, das nach wenigen Jahren vollständig ersetzt werden muss, weil jemand falsch gerechnet hat in der Statik, also ein sehr grundlegendes Problem geschaffen hat. Ja, das gibt es dort auch, leider. Es hat also Parallelen und es hat gewisse Unterschiede, Eigenheiten. Ich glaube, es wurde heute Vormittag schon etwas angesprochen, gerade auch von Herrn Butterweg. Unter anderem hat es wahrscheinlich auch etwas unterschiedliche Kulturen. Die Art und Weise, wie man arbeitet, ist in der IT zum Teil halt einfach noch etwas anders. Das ist eine Rahmenbedingung, mit der müssen wir umgehen. Ich mache jetzt kein BÖP-Bashing, denn es ist einfach da. Gehört auch zu den Rahmenbedingungen und wie heute bereits erwähnt, die Ziele an und für sich, die unterschreibt, glaube ich, fast jeder hier im Saal, die Ziele des öffentlichen Beschaffungswesens. Wenn wir IT-Projekte, IT-Beschaffungen anschauen, wie andere Projekte, müssen wir vielleicht einen Blick jeweils auf die Rahmenbedingungen der Stammorganisation werfen. Wie ist die aufgebaut? Wie sind die Abläufe? Und wie ist die Kultur? Hier versinnbildlicht durch die oberste Leitung der Bundesverwaltung, die politischen Verantwortlichen, die 7 Bundesrätinnen und Bundesräte und Bundeskanzlerin. Wir haben in der Bundesverwaltung einen kollektiven CEO oder Verwaltungsrat, je nachdem, wie man das vergleichen will. Wir haben dann aber 7 Departemente mit je ihren Organisationen und Verantwortlichkeiten. Wir haben Bundesämter in den Departementen. Wir haben dann noch die bösen Querschnittsämter, die allen Departementen und Ämtern noch ein wenig in ihrem Querschnittsbereich reinreden. Das gehört auch dazu. In der Post ist das dann der Einkauf. Wir haben innerhalb der Ämter wiederum eine Organisation. Wenn wir uns ans Beschaffungsverfahren herantasten, dann müssen wir auch auf die Stammorganisation achten als Rahmenbedingung. Wo können Probleme liegen bei IT-Projekten und insbesondere dann im Zusammenhang noch mit der Beschaffung? Systematisch aufgearbeitet wird das zurzeit im Auftrag des Parlaments, da gab es einige parlamentarische Vorstöße dazu, anhand von einigen bekannten Beispielen aus der Bundesverwaltung. Selbstverständlich wird das in einem hübschen Bericht resultieren, der dann auch zur Wissensteilung für alle bereitstehen wird im Verlaufe des Herbstes, Spätherbstes dieses Jahres wahrscheinlich. Hier einige Elemente, die dann vielleicht dort auch vorkommen. Ich habe sie mal zusammengetragen. Ich beginne bei der Projektsteuerung, der Auftraggeberschaft. Manchmal liegt das Problem dort oder eines der Probleme dort. Dann manchmal bei der Projektführung bezüglich der Fähigkeiten, der Zeit, der Informationslage, die die Steuerung oder die Führung zur Verfügung stellen kann. Manchmal ist die Planung etwas lückenhaft oder etwas spät. Manchmal vergisst man die Anforderungen wirklich zu erheben oder sie zu verifizieren. Manchmal wird die Architektur aus der Geschäftsarchitektur abgeleitet, die Architektur, die dann in die IT fließt, etwas vernachlässigt oder erst später nachgeschoben. Manchmal läuft ein Projekt völlig an der Stammorganisation vorbei. Manchmal vergisst man
die Beschaffungsabläufe und hat sie nicht ins Projekt integriert. Auf der anderen Seite dauern manchmal diese Beschaffungsabläufe unglaublich lange aus Sicht der Projekte. Manchmal ist das Beschaffungswissen in den Projekten nicht vertreten, manchmal umgekehrt bei den Beschaffern das IT-Wissen, und dann ist es schwierig, miteinander zu kommunizieren, aber ein guter Anlass, es zu tun. Manchmal vergisst man, die Beschaffungsspezialisten rechtzeitig einzubeziehen. In der öffentlichen Hand greift auch manchmal die Angst vor Rekursen um sich. Ja, Rekurse können auch Beschaffungsverfahren ungemein verzögern und damit natürlich einen rechten Einfluss haben auf den Projektverlauf. Dahinter steht jeweils die Freude, vielleicht hat das Matthias Stürmer angesprochen vorher, die Freude, in den Medien aufzutauchen. Manchmal ist es eher eine Angst. Und so weiter und so fort. Es gibt also vielfältige Gründe, wieso das ein IT-Projekt Probleme haben kann. Wenn wir nun das Beschaffungswesen, die Beschaffungsfragestellungen in einem IT-Projekt versuchen, in das Projektmanagement zu integrieren, dann beginnen wir mit klaren Rollen. Wer hat welche Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz? Gehört zum Projektmanagement. Klare Rollenaufteilung. Es ist sehr wichtig, dass das Beschaffungsverfahren als Teil des Projektes geführt wird, integriert wird, außer man mache es bewusst anders. Das kann man auch. Aber dann muss es bewusst geschehen. Man hat Abhängigkeiten zwischen Projektverlauf und Beschaffungen. Es muss einfließen in die Projektplanung. Vergessen wir nicht das laufende Anforderungsmanagement, damit möchte ich nicht sagen, dass sich ständig ändernde Anforderungsmanagement, aber vergessen wir nicht die Rückkopplung mit dem Anforderungsmanagement. Und ein Ansatz, wie man mit der Komplexität von IT-Projekten und den damit verbundenen Beschaffungen umgehen kann, ist eine gewisse, dort wo sinnvoll, Standardisierung und Modularisierung. Und dann wird alles ganz einfach, oder? Ein generisches Bild zwischen Projektorganisation, nach Hermes selbstverständlich, im gelben Bereich und die Stammorganisation, die hier jetzt als darüber bestehend bezeichnet wird. Die Stammorganisation in der Bundesverwaltung hat immer häufiger die Rolle eines Beschaffungskoordinatoren oder einer Beschaffungskoordinatorin in jedem Bundesamt. Und selbstverständlich die zentralen Beschaffungsstellen, die sind zwar nicht in der Stammorganisation zum Beispiel eines Amtes, sondern die sind selber ein Amt. Das sind dann eben die Querschnittsämter mit ihren entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen. Der Rest ist klassische Projektorganisation. Als Ausgangslage. Jetzt bestimmen wir die Beschaffungsrollen im Rahmen der Projektorganisation. Und es lohnt sich, das in der ersten Projektphase, der ersten Hermes-Phase zu tun, nämlich in der Initialisierungsphase, wo man die ersten groben Anforderungen aufnimmt, wo man Variantenwahlen herausbildet, um sie zu entscheiden und wo letztlich dann auch der Projektplan, der Projektorganisation, der Projektauftrag und der Projektmanagementplan resultieren. Und darin müssen bereits die Beschaffungsfragestellungen ein erstes Mal behandelt werden. Zum Beispiel wird in der Initialisierungsphase höchstwahrscheinlich die Frage, die auch Herr Butterweg aufgeworfen hat, als eine zentrale Frage zu behandeln sein, als grobe beschaffungsstrategische Frage, make or buy. Denn das hat Konsequenzen. Übrigens auch auf die Beschaffung dann unterhalb. Wenn man den Entscheid trifft, make selber, dann braucht man ja einen Partner intern, der das produziert. Vielleicht muss der dann beschaffen. Da lohnt es sich, wenn er es rechtzeitig weiß. Ich mache vielleicht noch ein Beispiel, wie wir jetzt an
einem Programm festgemacht, mit den beschaffungsstrategischen Fragestellungen umgegangen sind. Ich nehme das Beispiel UCC der Bundesverwaltung. Wir haben dort 3 WTOs durchgeführt. Eine WTO für sozusagen die Systemlösung, die ausgestaltet wurde als eine Dienstleistung in der rechtlichen Form eines Auftrages. Wieso? Es wäre eigentlich auch interessant gewesen, das als Werk auszuschreiben. Dann kann man nämlich den Lieferanten beim Schopf packen, wenn er nicht das liefert, was man beschrieben hat. In diesem Fall war das Beschreiben des Werkes angesichts der Ausgangslage innerhalb der Bundesverwaltung derart komplex, dass wir wahrscheinlich zuerst eine WTO hätten durchführen müssen, um die zu beschreiben, damit wir danach eine WTO hätten durchführen können, um zu liefern. Und am liebsten hätten wir dann wahrscheinlich, wenn der erste gut geliefert hätte, den zweiten auch für die Realisierung genommen, weil ja, sonst hat man wieder Reibungsverluste. Aber da haben wir dann bei der WTO wieder ein anderes Problem, das wir auch betrachten müssen. Wir sind also zum Schluss gekommen, der Typ Auftrag, Dienstleistung, ist für den Gegenstand, das Grundsystem, das es bei den internen Leistungserbringern in der Bundesverwaltung zu etablieren gibt, da ist das die richtige Form. Wir haben eine WTO dafür durchgeführt, zugeschlagen, das ist in voller Umsetzung. Ein zweiter Beschaffungsgegenstand war das Mobile Device Management. Das haben wir als Werk ausgeschrieben, weil es als Werk beschreibbar war und als Werk auch nachher in die Bundesinformatik integrierbar war. Ausgeschrieben, zugeschlagen, zum Glück ohne Rekurse durchgekommen, das ist in Umsetzung. Ein dritter WTO-Gegenstand war schlicht ein Service, die Telekommunikations-Provider-Services, SIP-Trunk-Anschluss an das öffentliche Netz etc. Das ist ein Service, der dann ständig geliefert wird, der wird vollständig extern, selbstverständlich produziert, auch als Service ausgeschrieben, zugeschlagen, kein Rekurs. Damit ist aber nicht das ganze Programm abgedeckt, geschweige denn fertig, es ist im Gang. Nein, wir haben bei der Umsetzung des gesamten Programms in allen Departementen und so weiter da und dort Ressourcenlücken. Die konnten wir nicht 3 Jahre im Voraus erheben. Das war nicht möglich. Wir haben dort Ressourcenlücken. Wie füllen wir die? Wir ziehen aus Personalstellungs-WTOs Ressourcen, um diese Lücken zu stopfen. Auch Personalstellung hat seinen tieferen Sinn in der Abwicklung eines solchen Programmes. Nicht als Hauptbeschaffungselement, aber zum Beispiel um Lücken, manchmal auch kurzfristig auftauchende, zu stopfen. Und wir machen auch im Verlauf des Programms da und dort Gegenstände, Dienstleistungsgegenstände aus, die wir nicht so vorausgesehen hatten oder die wir so vorausgesehen hatten, aber in sich abgegrenzt behandeln wollten, beschaffungsrechtlich, dafür, wenn sie unter dem Schwellenwert liegen, machen wir Einladungsverfahren im klassischen Sinne mit mehreren Offerten, Auswertung etc. Das heißt also, in diesem Programm haben wir eine Art Beschaffungsstrategie umgesetzt, wo wir je nach Gegenstand, die es zuerst zu definieren gab, dafür waren zum Beispiel architektonische Überlegungen gar nicht so unnütz, wo wir je für diese Gegenstände das Beschaffungsverfahren versucht haben zu identifizieren, das wir dort am geeignetsten erachteten. Und dann gilt es, das noch in die Projektplanung einzugliedern. Zusammen übrigens mit Fragestellungen wie Finanzen. Es brauchte für dieses Programm einen Verpflichtungskredit der Bundesversammlung. Damit man den beziffern kann, muss man schon ein Stück weit im Projekt unterwegs sein. Eine lustige Sache. Dauert auch so seine Zeit. Aber ohne diesen Verpflichtungskredit dürfen wir keine Ausschreibung machen. Und so weiter.
Und dann kommen natürlich noch die jährlichen Budgetdiskussionen, wo dann dieser Kredit mit Finanzen alimentiert wird, damit man das Programm auch wirklich zahlen kann. Das sind alles Dinge, die im Projektmanagement geplant werden müssen, zusammengesetzt werden müssen. Und da ist der Beschaffungsablauf ein Teil davon. Es lohnt sich dann, wenn man von Zeit zu Zeit auch noch schaut, wie man mit Verzugsrisiken umgeht, gerade im Umfeld der Beschaffung. Das hat auch so seine Tücken. Nun, für einfache Projekte wird man wahrscheinlich den Projektleiter oder die Projektleiterin in die Rolle des auch Bedarfsträgers für die Beschaffung setzen und der wird gegebenenfalls unterstützt durch den Beschaffungskoordinatoren oder Beschaffungskoordinatorin, die kleineren Beschaffungen durchführen. Das ist eher für einfachere Projekte. In mittelkomplexen Projekten, ich typisiere das etwas grob, wird man möglicherweise im Projekt, in der Projektorganisation die Beschaffungsunterstützung organisatorisch aufführen, zuweisen, mit Personen zuweisen. Woher die kommen, das müssen da entsprechende Leute sein, die das Wissen haben. Vielleicht kommen sie aus der Stammorganisation und sind ständig für Beschaffungsfragen zuständig. Vielleicht kommen sie aus der zentralen Beschaffungsstelle, aber sie werden in die Projektorganisation integriert. Bei gewissen Projekten oder Programmen lohnt es sich für ein Beschaffungsvorhaben, ein eigenes Projekt oder Teilprojekt zu fahren. Wir haben für zum Beispiel die Beschaffung MDM, haben wir dann im Programm UCC ein kleines eigenständiges Projekt innerhalb des Programms gefahren, um das abzuwickeln. Das ist dann für komplexere Teilgegenstände der sinnvolle Weg. Mit der Programmführungsmethodik Hermes werden einige Hilfsmittel bereitgestellt, die auch das Beschaffungsverfahren innerhalb der Projektorganisation betreffen. Das sind Hilfen, die müssen im Rahmen der Projektorganisation dann gefüllt werden mit Inhalten. Ich habe darauf hingewiesen, das Anforderungsmanagement ist in verschiedenen Phasen wichtig, gerade mit Blick auf die Beschaffungen. Das beginnt in der Initialisierungsphase mit den Grobanforderungen, Detailanforderungen für die Konzeptierung und danach kommt dann die Umsetzung. Das ist aber Hermes Basis. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ein Teil Komplexität kann man herausnehmen, indem man gewisse Dinge standardisiert, aber nur diejenigen, die sich standardisieren lassen und die bis zu, wie wir das in der Bundesverwaltung mittlerweile tun, Standarddiensten ausgestaltet, die dann als gegebene Elemente nicht mehr separat beschafft werden müssen. Innerhalb der Fachanwendung ein gewisses Modularisieren sinnvoll. Weitere unterstützende Maßnahmen, um die Beschaffung besser in die Projektorganisationen einzubetten und auch die Fähigkeiten zu verbessern, sind Ausbildung sowohl im Beschaffungsrechtverfahren wie auch im Projektmanagement, wie auch für Auftraggeber, die Rolle Beschaffungskoordinatoren wirklich zum Tragen zu bringen, die Kapazitäten für die Beratung zu vergrößern, damit mindestens diesbezüglich die Durchlaufzeiten schneller werden können. Aber letztlich, mit all diesen Maßnahmen, bleibt natürlich innerhalb einer Projektabwicklung das Beschaffungswesen eine Herausforderung. Hier konnte ich nur auf die Methoden eingehen, leicht, wie man das einbetten kann in eine Projektorganisation. Ich hoffe, dass meine Präsentation nicht zu lange war, in dem Sinne, als Sie noch etwas Zeit jetzt haben, um sich dann den Ihren konkreten Beschaffungsproblemen auch annehmen zu können, denn die entsprechenden Herausforderungen, die bleiben. Danke.